Allerdings verbringen wir unsere großen Zünder nach innen, einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil wir hier innen die Wassertemperatur ein kleines bisschen erwärmen können. Außen hat das Wasser nun ca. 8 Grad Celsius und hier innen liefen wir noch so bei ca. 15 Grad. Das ist so die optimale Temperatur, bei der wir hier viele hervorragend überwintern können. Ja, das, was wir hier sehen, das ist längst nicht alles, was die Delfine nutzen können. In dem äußeren Bereich findet sich noch ein weiteres Becken. Auch hier außen schließt noch das sogenannte Rundbecken an. Und auch das, was man von außen mit dieser weißen Kuppel sehen kann, auch darüber befinden sich noch zwei weitere Becken und die alle können unsere Delfine nutzen. Ja, insgesamt leben wir in Nürnberg 7 große Zünder, von denen wir Ihnen jetzt gleich mal 5 im Einzelnen vorstellen können. In Deutschland leben übrigens in 2 Delfinarien insgesamt 16 große Tümer, von denen sind bereits 11 in Mecklenburg geboren. Ja, und auch wir hier in Nürnberg haben sehr erfolgreich nachgezogen. 3 von 4 Nachgezogen sind jetzt im Rahmen eines Testprogramms im Delfinarium Harderwijk, das ist in Holland. Ja, und ein weiteres Nachgezogen unserer Noah, das ist bei uns, und den können wir dann auch gleich einmal näher vorstellen. Ja, an sich muss man sagen, eignen sich die großen Tümpfer sehr gut für die Haltung der Delfinanlagen. Sie leben auch in freier Wildbahn in kleinen Sozialverbänden in flachen Küstengewässern zusammen. Die Delfinhaltung als solche ist aber noch eine ganz junge Tierhaltung. Sie begann erst 1938 in den Vereinigten Staaten. Ja, und dort leben und züchten.